Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe euch vor kurzem auf meinem Instagram-Kanal gefragt, ob ihr nicht den Gewinn sehen wollt, den ich mir ausgesucht habe für die Gewinnerin meines 50.000 Abonnenten-Follower-Specials auf YouTube. Atempause. Ich werde euch das Video zu dem 50.000 Abonnenten-Special in der Infobox verlinken. Dort gab es zwei Sachen, die man gewinnen konnte. Einmal ein Treffen mit mir mit einem schönen Tag, wo ich mit einer Followerin ein bisschen einkaufen gehe oder essen gehe, sowas halt. Im Umkreis von 100 Kilometern aus Flensburg, weil da wohne ich. Oder für die Follower, die weiter weg wohnen, ein großes individuelles Paket, welches ich für sie mache. Und dann hat eine Followerin gewonnen. Es, unter den Kommentaren wurde ausgewählt, wer gewinnt. Und sie kam von weiter weg. Ich fand ihren Kommentar sehr, sehr schön. Ich blende euch das hier jetzt nochmal ein, was sie geschrieben hat. Und ich zeige euch mal das Paket. Das Paket hat einen Wert über 150 Euro, aber ich dachte mir, wenn ich durch YouTube-Einnahmen, weil ihr meine Werbung fleißig guckt und liked und kommentiert und alles, Geld verdiene, kann ich auch für die Gewinnerin was ausgeben. Ich gebe euch gern was zurück. So manchmal mache ich Gewinnspiele, ich regel so Rabattcodes bei Firmen, in Kooperationen. Manchmal schreibe ich jemanden einfach so, wenn mir Follower auffallen, die sehr aktiv sind, so ey, du fällst mir auf, ich würde dir gern was schicken. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Paket grob und dann zeige ich euch die einzelnen Sachen, die ich gekauft habe und ausgesucht habe für die Gewinnerin des Gewinnspiels. Ich hatte extra auf Instagram gefragt, ob ihr sehen wollt, was ich denn so gekauft habe und ausgesucht habe und habe eine Umfrage gemacht und da waren wahnsinnig viele Leute dafür, dass ich euch das zeige. Checken wir mal den Gewinn von ihr ab. Dieses Video kommt relativ spät erst online, aber wenn es online ist, wird sie den Gewinn schon haben und ich hoffe, es freut sie. Ich zeige euch einfach mal das Paket. Das ist ein großes L-Paket von der Post. Hier seht ihr schon so ein bisschen einen groben Überblick. Ich zeige euch jetzt einfach mal die einzelnen Sachen und warum ich ihr diese ausgesucht habe. Nachdem die Gewinnerin ausgesucht worden ist, hat sie mir auf Instagram geschrieben und da habe ich ihr erstmal viele Fragen gestellt. Ich habe sie darum gebeten, mir Fotos von ihren Pflegeartikeln zu schicken, von ihren Make-up-Sachen, habe ihr Fragen gestellt zu ihren Lieblingssüßigkeiten, zu ihren Hobbys und sowas, um ein schönes Paketchen für sie gestalten zu können. Und sie war sehr jung, also sie hat echt wenig, also Make-up gehabt, so auch hauptsächlich nur günstige Sachen, so günstigere Produkte, Essence, Catrice, wo ich dachte, ja okay, normal in dem Alter. Wenn du 15, 16, 14, 13 bist, kriegst du halt nicht so viel Taschengeld, normal, und gibst dein Geld halt mit Bedacht aus, so, ne? Du kannst nicht hammer viel teuren Scheiß kaufen, aber es war echt wenig Make-up, was sie hatte, obwohl sie sagte, sie schminkt sich gern, sie benutzt gern Nagellack. Da dachte ich, Mensch, da findest du bestimmt ein paar coole Sachen, um sie zu erfreuen. Als erstes habe ich ihr diese Koala-Bären gekauft. Das sind welche von ihren Lieblingssüßigkeiten und sie mag da komischerweise die Sorte Kakao, die ich persönlich gar nicht so krass feiere. Ich mag Vanille am liebsten, aber ich habe sie gefragt, was sie so für Süßigkeiten mag, also habe ich ihr ihre Lieblings-Koala-Kakao-Bären gekauft. Dann habe ich ihr diese Süßigkeiten geholt von Kinderkart. Ich muss sagen, ich mag die nicht so gerne. Die sind mir irgendwie zu... Ich weiß nicht, ich bin nicht so auf dem grünen Zweig mit denen. Aber ich dachte mir, wenn sie so Koala-Vanille-Mischungszeug mag, ist das bestimmt was Cooles. Also habe ich ihr auch das Süße hier gekauft. Für die Süße. Dann habe ich ihr so ein Pinselset geholt von Catrice aus dieser Limited Edition Caviar Goucher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein paar Pinsel in einem sehr schönen Design mit so einer Pinseltasche, weil ich dachte, komm, vielleicht findet sie so ihre Liebe zu Pinsel passen. Zu dem Pinselset habe ich ihr zwei Reinigungssachen für Pinsel gekauft. Einmal von Real Techniques, so eine Pinselreinigungsplatte. Ich weiß, man kann sowas selber machen, aber ich dachte mir, komm, kaufst du ihr das mal. Und so ein Pinselreinigungsgel, dachte ich, passend zu den Pinseln, kann sie ja rumpinseln und dann sauber machen, fand ich ganz cool. Dann habe ich ihr zu ihrer Kosmetik, die noch kommt, so eine kleine Kosmetiktasche geholt von Essence, fand ich auch ganz süß. Be the shiny star in your life. So, mir ist das wichtig, meinen jüngeren Followern so ein bisschen Selbstbewusstsein und Liebe mitzugeben und jeder von euch ist ein strahlender Stern. Achso, wundert euch nicht, wenn mein Make-up ein bisschen komisch ist, ne? Ich habe rumgetestet, rumgemacht und meine Augenbrauen sind Katastrophe, meine Kontur ist irgendwie ganz komisch, aber konzentrieren wir uns auf das Geschenk für sie. Dann habe ich ihr so zwei Gesichtsmasken geholt, weil ich glaube auch, im jüngeren Alter braucht man manchmal Entspannung mit einer Gesichtsmaske. Man hat Liebeskummer, Männer nerven, Schule nervt, Eltern nerven, alles nervt und deswegen so zwei Gesichtsmasken, ein bisschen auf entspannter Gangster. Dann so auf Glitzer, so eine Color Correcting Palette von Rival de Luxe, so um Pickelchen abzudecken und Augenringe kann man immer gebrauchen. Also ich brauche sowas auch immer und ich fand das ganz süß mit dem Glitzerkram. Dann von Catrice so eine Glitzer Eyeshadow Palette, so mit ganz viel Glitzer und Chromkram. Kannst du auch ein bisschen als Highlighter benutzen, damit sie ihre Glitzerseite so ein bisschen kennenlernen kann. Ein Glücksschweinchen, ich weiß nicht, Diggis. Ein Schweinchen, guck mal, wie süß das ist. Da kann man doch eine gute Laune haben, wenn so ein Schweinchen
Schweinchen im Kleidchen kommt, in so einem Rock. Falls sie mal traurig ist, mag sie vielleicht mit Glitzerschweini kuscheln. Also mir hilft das manchmal, wenn ich mit meinen Monstis kuschel und falls sie mal traurig ist. Ja, dann habe ich ihr Duschgel gekauft von Balea. Und von Balea so ein Cake Pop Handschaum. So, weiß nicht, ich finde Handschaum nicht so toll, aber ich weiß, dass die Jüngeren sowas toll finden mit so cakey, bla, bunt, riecht gut. Handschaum. Dann habe ich ihr von Sleek so eine Mascara gekauft, weil ich dachte so, ja, Mascara ist immer ganz cool. Eine kleine Haarkur, die sie dann vielleicht mit ihren Gesichtsmasken benutzen kann, wenn sie die Schule nervt und stresst und sowas. Dann habe ich ihr einige Nagellacke geholt von Sally Hansen. Einmal so ein Zettchen, dann von P2 so ein Rotton, dann von Catrice so ein kleines Glitzerding, dann auch hier von Trended Up so ein rotes Glitzer mit so Glitzerpartikeln im Nagellack. Falls sie es mal ein bisschen dezenter mag, von Love so ein rosanen Nagellack, dann von Catrice auch in Richtung Rosé, aber da sind farbliche Unterschiede. Männer würden es oft nicht erkennen. So fand ich ganz süß die Farben. Dann zwei Essence Nagellacke auch in so einem dezenteren Ton und in so einem schönen Rotton, der ein bisschen heller ist als der von P2. Das sind so kleine Unterschiede in den Nuancen. Dann so einen schwarzen Nagellack, falls sie mal rebellisch sein will bei ihren Eltern. Dann habe ich ihr das hier gekauft von BH Cosmetics. So eine kleine Palette, auch mit so, ja, weiß nicht, mit so Farben zum Rumexperimentieren und Testen. So, weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das passt ganz gut zu ihrer Optik. Ich habe mir auch Bilder von ihr angeguckt. So einen auf den dachte ich, weiß nicht, dachte, kann sie mal ein bisschen rumexperimentieren. Dann habe ich ihr so ein transparentes Puder von Essence geholt. Ist ja auch immer ganz chillig für Make-up-Setten und sowas. Dann so ein 3D Eyeshadow in so Nude-Tönen. Das fand ich ganz schick, falls sie mal dezenteres Make-up haben möchte. Mein Licht reflektiert die ganze Zeit. Dann habe ich ihr auch eine Highlighter and Blush Palette von Essence geholt. So sieht die aus. Dann habe ich ihr so für die Lippenpflege so dieses Ding hier geholt. Ich dachte, das ist süß und passend und sowas. Weißt du, für die Lippenpflege. Ich persönlich benutze Labello und so nicht so krass. Ich benutze nur manche Sachen zur Lippenpflege. Dann habe ich ihr dieses Geschenkset von Nivea gekauft für ihre Haut. Da ist ein Labello drin, Reinigungstücher und so mit Micellenwasser. Ich fand das Geschenkset eigentlich ganz süß, so, weiß nicht, das habe ich gekauft. Ich habe ihr auch dieses Micellenwasser gekauft, das war auf einem ihrer Fotos drauf und da dachte ich mir, vielleicht mag sie das auch nochmal. Sie scheint da viel auf Reinigung zu geben oder sowas zu machen, mache ich ja auch nicht immer. Das habe ich halt geholt, weil das war auf ihren Bildern von ihrer Kosmetik und das Geschenkset fand ich irgendwie passend so. Dann habe ich ihr ein Herztuch von mir reingetan, das habe ich nicht gekauft, das ist ein Tuch von mir, das ist auch benutzt. Weiß nicht, das riecht nach mir, ne? Ich meine, kann sie wegwerfen, was sie nicht mag, kann sie verschenken oder wegwerfen, aber weiß nicht, wenn sie mich schon nicht aus der Nähe knuddeln kann, dann kann sie halt, hat sie so ein Tuch, was nach mir riecht, so. Will ich jetzt auch nicht zu wichtig nehmen, aber ich weiß nicht, ich habe die Sachen einfach so nach Gefühl und Intuition ausgesucht. Dann habe ich hier von Essence einen Primer für sie geholt, so ein Illuminating Primer, weil ich habe gesehen, dass sie keine Primer hatte und dachte mir so, ja, auf jeden kann sie ja mal testen, vielleicht ist das was für sie. Dann habe ich hier auch für die Hände so einen pflegenden Balsamkram gekauft, so auf rosa, auf süß, riecht nach Litschis, vielleicht kriegt sie Hunger, vielleicht isst sie dadurch mehr Obst, ist wichtig, Vitamine zu essen. Dann habe ich ihr zwei Glitzersachen von Essence geholt. Flüssiger Eyeshadow kann sie auch mal testen. Vielleicht ist das was für sie zum Rumtesten, zum Rumexperimentieren. Dann ein Lipgloss, extra in so einer dezenteren Farbe, weil sie ist jung. Ich hätte ihr auch einen rot glitzernden kaufen können, aber fangt langsam an so. Deswegen so einen dezenten kleinen Lipgloss, der so einen leichten, süßen Schimmer hat. Dann habe ich ihr zwei Liquid Lipsticks geholt, weil ich meine gesehen zu haben, dass sie davon welche hat. Also scheint sie die zu mögen. Habe ich ihr so ein braun und so ein dezentes Rosé geholt. Ne, kann sie rumtesten. Rosé tragen die meisten Nude und braun, falls sie da mal Lust zu hat. Dann habe ich ihr von NYX ein Buttergloss geholt, auch in so einem Rosé-Ton, fand ich auch ganz süß. Weiß nicht, sie hatte nichts von NYX, dachte ich, kann sie ja so mal mit reintun. Dann habe ich ihr ein Blush geholt, auch von Essence, einfach so ein Rouge so. Dann habe ich ihr einen Nagellackentferner geholt, zu den ganzen Nagellacken, die ich ihr dazu getan habe, damit sie halt den Nagellack auch abmachen kann, normal. Und dann habe ich ihr noch eine Knabberbox geholt, so. Ich mag am liebsten die Knabberboxen von Gut und Günstig, die hatten sie aber nicht da und dann habe ich ihr diese geholt. Es gibt auch diese teureren Knabberboxen, aber die feiere ich nicht so krass wie die von Gut und Günstig. Diese einen teuren mit Knickknacks und so ist auch cool, aber die von Gut und Günstig ist meine liebste von allen. Dann dachte ich, vielleicht will sie mal knabbern, während sie eine Gesichtsmaske drauf hat und sich die Nägel lackiert. Nee, dann kann sie ja gar nicht knabbern. Ja, vielleicht ein bisschen, auf jeden Fall eine Knabberbox. Das sind so die Sachen, die ich ihr geholt habe, weil ich dachte, da freut sie sich vielleicht. Ich habe versucht, ein bisschen Vielfältigkeit ins Paket reinzutun, ein bisschen nach dem zu gehen,
wie sie aussieht, wo ich denke, das könnte ihr stehen, ein bisschen nach dem zu gehen, was sie sowieso hat und mag, nach den Farben, die sie mag. Ich habe sie ja einiges gefragt. Da werde ich noch ein Autogramm dazulegen und was Süßes draufschreiben. Ich hoffe, dass es ihr gefallen wird und werde auch weiterhin Gewinnspiele für euch machen. Ja, das ist so das, was ich ausgesucht habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch darüber gefreut hättet. Wobei, das ist ja individuell für sie so. Ne? Hätte jetzt eine 20-Jährige, 25-Jährige, 40-Jährige gewonnen, die hätte ja ganz andere Sachen gemocht oder andere Farben. Aber ich habe das halt so ein bisschen individuell für sie gemacht und ich bin sehr gespannt, wie es ihr gefallen wird. Ich habe mich auf jeden Fall bemüht. Ich habe mir Gedanken gemacht. Das ist so das Geschenkchen, was ich für meine Followerin ausgesucht habe. Ja, Digis, in diesem Sinne, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Ja, lasst einen Daumen nach oben auf korrekter Bruder. Ich gucke die Knabberbox die ganze Zeit an. Ich habe schon mal Schokobons, wollte ich verschenken und habe sie vorher gegessen und mich richtig blamiert. Und hier ist eine halbe Packung, ich habe den Rest gegessen. Ich kaufe dir morgen eine neue, Schatzi. Ja, Digis. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.